Zum Beispiel diesen 40 Ausdauersattel, den wir nicht mehr brauchen. Ausdauer, 40 Ausdauer, wenn wir nie mehr brauchen. Also er bringt zu viel Geld ein. Aber der ist auch schwer wahrscheinlich, oder? Pinken Handschuh können wir wegwerfen. Was haben wir jetzt weggeworfen? Schwert dort oben. Liegt das noch dort rum oder? Das Schwert möchte ich bitte mit mir haben. Das sind 73 Schaden, das bringt auch nicht wirklich was, aber. Die Dinger wiegen einiges. Streitkolben werde ich mal los. Ist eh zu viel zu wenig Geld los. So. Level 1 Rüstung können wir auch prinzipiell wegschmeißen. Das sind seine Standardsachen. Würde ich jetzt gerne behalten. Die Rüstung behalte ich auf jeden Fall. 30 Rüstung. Schon sehr kaputt. Wird eigentlich Zeit, dass wir mal eine neue Rüstung haben. 51 Rüstung sieht halt kacke aus. Ich behalte es jetzt für die Kämpfe an, bis dann. Wenn ich jetzt in die Arena gehe, dann werden wir das brauchen. 51 Rüstung ist schon nicht schlecht. Gegen 30. Waffenreparaturset. Halleluja. Gerade brauchen wir es nicht so sehr, aber. Das sollten wir uns, glaube ich, aufheben. Hexer Silberschwert. Nee, nämlich schon das hier. Das ist schon 100%. 88%. Das Reparaturset natürlich mehr ordentlich auf. Dann können wir jetzt die Waffe reparieren, aber was soll's. Sehen wir uns auf, bis das Silberschwert Schaden kriegt. Das ist wertvoll. Mein Knüppel hätte man liegen lassen können. Ist nur wieder zu schwer oder was? Natürlich. Wir eh noch nicht nutzen. Die Waffen können wir halt. Was soll's? Können wir verkaufen, aber. Schmeiß weg. Finden wir ganz wichtige Gegenstände, die wir brauchen, dann können wir die nicht mehr aufheben. Ich meine, ein Chemiezeug könnten wir was wegschmeißen. Schild zerkloppen. Rasiermesser. Essen haben wir noch genügend.
Ich habe jetzt gerade nicht wirklich Bock zu meditieren. Ach, Balzzeug. Streitkolben. Ziehen wir nicht mehr auf. Ich hätte meditieren sollen, das wäre mal gut gewesen. Mann von Hurensohn. Auch schön, wenn du dich in der Armee von Hurensohn befindest. Ich bin ein Mann von Hurensohn. Ein tapferer Krieger. Man kennt uns. Wir sind die Männer von Hurensohn. Ich renne mal eine Runde. Bevor das mal hinkriegen. Stunden später. Verdammt. Nicht gut. Verdammt. Ein gutes Schild. Wie lange das aushält. Mach mein Schwert kaputt. Verdammt. Vielleicht können wir ihn runterschubsen. Na gut, von hinten. Meine Fresse. Töte und so ein Scherben, das könnte schwieriger sein als gedacht. Und kämpfen. Alter Schwede. Nicht gut. Das ist echt nicht gut. Der Typ. Medizin können wir gerade nicht. Finde ich auch sehr gut. Hier haben wir unseren Bosskampf gefunden. Der Typ von der wilden Jagd, der war nichts dagegen. Ein Typ, den er erinnert euch. Puh, oh, das war ja. Knippe behalt mal. Rüstungsarmatur-Set. Nice. Hemd. Könnte was bringen. Die Waffen lasse ich mal da. Strickleiter. Nicht schlecht. Immer looten, bitte. Okay, die haben wir schon gelootet. Knüppel darfst du behalten. Nee, da nehme ich mit. Okay, der ist in der Wand. Igos Schlüssel.
Dein Goldring. Ja, wir haben das Bio. Das ist nicht viel wert, der Goldring. Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Umbaugeschoss zur Arena führt, dreh dich, sodass mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Knochen, Kronen, nicht angerührt wurden und kein einziger Körper fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Ich werde mich dem annehmen. Das wird nicht mehr lange dort sein. Ich würde gerne mal meditieren. Und es geht. Oh. Mit der 2 können wir das Schwert ziehen. Gut, dass ich das jetzt mitkriege. Die 1 ist das Stahlschwert wahrscheinlich. 2 ist das Silberschwert. Silberschwert ist das Rote. Ja, das Silberschwert ist auf der 2. Als ob so viele Faustkämpfe, die ich hätte verhindern können. Okay, hier ist irgendwas. Und der Augenkopf, was siehst du, was ich meine? Aha. Abfälfer. Das Geheimversteck. Ach, dieser Gang war gemeint. Ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Okay, wie kommen wir hier? Ja, hier wahrscheinlich. Fläschchen. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so leicht rauskommen. 60 Kronen. Kassiert. Oha. Wahrscheinlich eine legendäre Klinge. Finde Junior. 109 Schaden. Ja. Und 33 Schaden. So legendär ist die jetzt auch nun auch nicht. Klinge von Tirtocher. Plus 50 kritischer Treffer. Kritischer Treffer Chance. Chance of Bluten. Hat nur irgendwie Zeit. Also die ist schon besser, würde ich sagen.
Hat zwar weniger Schaden, aber hat auch zwei Runensachen. Chance auf Bluten brauchen wir nicht mehr. Angriffskraft. Können wir nicht einsetzen? Ist ja blöd. Stahlwurf hat jetzt schon minus 8. Scheiße, die nutzt sich ab. Nehmen wir erstmal das rein, ohne die. So können wir das machen. Können wir auch so die Rüstung. Ah, okay, das ist für die Rüstung natürlich. Harzzeichenintensität, Ignezeichenintensität. Wird auch Zeit, dass wir das mal nutzen. So. Angriffskraft. Einfrieren, bluten, taumeln. Ich denke, jetzt ist die Waffe gleich besser. 77% hat sie hier schon. Ist bald schon ein Reparaturfall. Beim Reparieren, ich hebe mir das für das Silberschwert auf. Oder sollen wir das hier reparieren? Die Waffe sieht halt deutlich legendärer aus. Sieht halt toller aus. Und ist auch besser an den Werten. Zusammengefasst. Hat halt weniger Haut drauf, aber nicht den mysteriösen Brief. Ja gut. Brief lesen. An Hurensohn Junior. König Radowitz ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten großen Frio beseitigen. Doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in den versuchten Attentat gespielt hast. Es war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der großen Vier das bewerkstelligen, woran du so glücklich bescheitert bist. Ah ja, das heißt, wir werden ihn im Casino nicht finden. Wir werden da trotzdem nachgucken gehen. Von Hurensohn Juniors Casino. Tun wir das. Ich muss mal gerade die Rüstungswerte vergleichen. Charaktere, das müssen wir uns auch noch irgendwann zu durchlesen. Zu Gemüte führen, würde ich sagen. Plus 9 durch Bogenschadenresistenz. Plus 9 zur Schmetternresistenz aufstützen. Plus 10. Plus 30. Okay, spricht halt sehr viel für diese Rüstung dort. Für die neue. Sieht halt scheiße und hässlich aus. Für die Quest will ich die jetzt noch anbehalten, weil wir hier auch im Casino wahrscheinlich wieder kämpfen müssen. Ganz schön schwer hier Arbeit zu finden, Elsa. Aber dann. Ich meine, die Rüstung macht den Hauptteil der Klamotterie aus, deswegen. Ja. Die andere Rüstung war ja auch nicht so schlecht.
Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen. Mich die Waffen tun ja den Rest. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt. Obwohl ich schon Stufe 2, wir müssen leveln. Nächsten Level, den wir kriegen, machen wir da auf. Dann können wir endlich mal versuchen, mal reinzukommen, ohne gleich zu kämpfen. Vielleicht können wir uns einigen. Hörst du? Schon wieder? Nein, können wir nicht. Wie viel? Hey, denk dran, was ich dir gesagt habe. Wir sollen höflich sein. Mir geht nur langsam die Geduld aus. Wir wollen dein Geld nicht. Wir wollen auch sonst nichts. Jetzt verschwinde, bevor wir richtig wütend werden und gar nicht mehr höflich sind. Du bist ja die reinste Scheißausfliege. Geh dann da mal rein. Da kannst du nicht rein. Ich gehe da rein. Besser, ihr lasst mich. Und was, wenn wir dich nicht lassen? Dann töte ich euch. Hast du gehört? Ja, hab ich. Er hat uns bedroht und wollte die Waffe ziehen. Stirb, verdammter Bastard! Mir bleibt keine Wahl. Das ging schnell. Das geht auch mit einer schlechteren Rüstung. Die Knüppel können dabei halten. Hallo. Das wusste ich. Das habe ich erwartet. Das ist die neue Waffe, die wir ausgerüstet haben. Schweinefleisch. Knödel. Okay. Wir brüllen hier noch rum. Lebt hier noch jemand? Hier leben noch Leute. Können wir mal gebrauchen. Schlagt ihn! Tötet ihn! Greift ihn von hinten! Und eine starke Rüstung. Okay, was hast du dabei? Streitkolben behalte mal. Schuldnerliste. Das sollten wir uns mal anschauen. Ein Friseur gibt's hier. Dem ist nicht mehr viel zu machen bei ihm, aber hier müssen wir gleich Täuschung 2. Das Inventar wollte ich gucken. Gold sind aber hier für die Profi-Waffe, die wir noch nicht benutzen können. Stufe 21, das dauert noch ein Weilchen. Na, so selten wie wir hier Sachen, die Bolzenmaschine benutzen. Den Brief, Schuldnerliste. Adalbert Zimmer, Gwyn, Hoyes, Littyspiel, Leitzel, Sigmar, Prokop, Rico, Ausrufezeichen, Mortimer Schwindel, Stan, De Gries, Ardvark, Van der Baltimore. Aha. Sprich mit Diske über unsere Verbindung zu den Redinianern. Okay, wo befindet er sich?
Okay, zum Friseur wollen wir erstmal. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Hier ist ein Friseur. Ein Barbier. Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Oh je. Willkommen. Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, verdammt nochmal. Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände nicht zu sehr zittern. Das kann ja nur schief gehen. Man sieht bis auf den Pferdeschwanz lang und offen. Offen nicht zu lang. Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Elfischen Rebellenschnitt. Oha. Das wollte ich eigentlich nicht. Was heißt, das wolltest du nicht? Sind die Haare nicht geschnitten und bist du nicht rasiert? Doch, und zwar ordentlich. So wollte ich nicht aussehen. Und dieses Schicksal wollte ich nicht. Ich sollte Droste von Mahakam werden. Stattdessen rasiere ich Streuner und Vagabunden und schneide ihnen die Haare. Na toll. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Ach du Scheiße. Oh, willkommen zurück. Zufriedene Kunden kommen immer wieder, wie? Kannst du mir die Haare schneiden, falls deine Hände nicht zu sehr zu... Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Ja, eine Frisur. Versuchen wir irgendwas draus zu machen. Na, so wie vorher. Na, okay. Nehmen wir was Neues. Was ist denn der elfische Rebellenschnitt? Ach du Scheiße. Hat man es gerade schon? Ich verschwende hier ein bisschen Geld. Ja, sieht bis auf den Pferdeschwanz hatten wir, glaube ich, schon mal. Das sieht nicht übel aus, finde ich. Das müsste so sein, wäre es, oder? Ja, ein bisschen sauberer. Bis dann. Hat was. Bloß die aktuelle Rüstung sollte man dringend ändern. Hinterhof. Ich würde mal gerne die Rüstung ändern. Das juckt mich echt zu stark. Okay, da ist noch ein orangener Punkt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Handschuhe sind das eine, wenn die ein bisschen schlecht aussehen.
Die komplette Rüstung ist was anderes. Mal eine schöne Rüstung mit ordentlichen Werten finden, dann ja. Da sterben wir nur, wenn wir hier runterspringen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Unsere Welt wird brennen. Hier in den Badeclub. Sauna-Club. Und wir haben zu reden. Hast du kurz Zeit?